Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Subsistence. Schön, dass ihr wieder reinschaut, Leute. Heute gehen wir, wie versprochen, auf große Jagd. Nur weil ich nehme den Mund lieber mal nicht zu voll. Wir gehen auf Jagd, okay? Wie groß die wird, entscheidet wahrscheinlich das Spiel für uns. Wir sehen, inwieweit wir da Einfluss drauf haben. Trotzdem würde ich gerne, so gut es geht, in jeden Tümpel rein. Die letzte 3 Perle geholt. Oh ja, guck mal. Oh ja. 2 von 3 sind schon hier in dem kleinen See. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch schon gelohnt. Ja, aber wir machen natürlich keine Perlejagd, ja. Wir machen eine Tierjagd. So, und das wäre es jetzt gewesen, wenn da auch noch das dritte gewesen wäre. Hallo? Da. So. Geh raus, geh raus. Sehr gut. Ein Schuss fürs für unser Gewehr. So. Das hier habe ich uns hergestellt. Das passt. Ansonsten ja, hatte man nicht genug Material, um irgendwas herzustellen. So, und dann schauen wir doch mal. Jetzt ist uns kalt, weil wir nass sind. Okay. Ja, kein Problem. -2 Grad auf einmal. Ja, es ist halt das übelste Wetter. Das übelste Wetter. Erze. Ich weiß nicht, sollen wir Erze mitnehmen? Oh Leute, das gibt's doch nicht. Jetzt friert er sich hier zu Tode oder was? Trocknen wird er ja auch nicht. Weil. Ja, es regnet ja. Ja, komm her. Ja, Wolf. Komm, komm. Danke. Da haben wir Fett. Level 3er. Den machen wir so. Bitte? Das war nur der Soundeffekt von ihm, gell? Ich hab gedacht, da kommt noch ein zweiter. Sich so komisch angehört. So, 5 Fett. Ah, das gibt's doch nicht, dass uns jetzt das Wetter so Schnippchen schlägt. Hört es auch mal wieder auf hier mit dem Regnerei-Dings da. Fehlt halt auch noch Masse und so Zeugs, aber ich habe natürlich drauf gehofft, da muss man ja ein bisschen drauf hoffen, dass man Kiste und so findet noch. Also ich wollte jetzt auch nicht die Überloot-Kisten haben, sondern einfach so normale. Das ist ein Bär oder eine Sau? Das ist eine Sau. Level 3. Da ist ein Bär. Ja, ich weiß nicht, ich traue euch nicht richtig. Ich traue euch Schweine nicht so richtig. Seit uns die Level 1er da mal angegriffen hat, bin ich mir nicht mehr sicher mit den Viechern. Eigentlich habe ich gedacht, die sind friedlich, gell, aber... Die hat uns da mal ganz geschwind einfach das Bein gebrochen. Ah ja, klar. Wir haben gefroren, bedeutet wir haben kein Eiweiß mehr. Jetzt müssen wir echt schon zurück. Oh. Oh, wow. Hier ist Erz. Da unten 2 Schrott. Und eine Munitionskiste, das ist gut. Den anderen lassen wir jetzt einfach mal. Heilkräuter ist auch am Start.
Ja. Nimm alles, nimm alles. Oh, Spiel, jetzt hör halt mal wieder auf. Das heißt zwar immer, Mai-Regen macht schön, aber wir sind erst im März. Weil vielleicht gilt es auch für Märzregen. Märzregen macht noch schöner oder so. So. Hier unten geht's. Hier unten geht's tatsächlich. Der Grizzly war noch besser zum für mehr Fett und so, gell? Als der Schwarzbär. Ah, jetzt ja. Hat's aufgehört. Oh oh. Oh oh. Nein! Warum passiert mir das immer? Wir spawnen wieder daheim. Stimmt ja. Cool, das hatte ich vergessen. Das hatte ich tatsächlich vergessen. Jetzt müssen wir nur aufpassen oder hoffen, dass der Bär von unserer Leiche weg ist. Sieht gar nicht schlecht aus. Nur wo ist er hin? Guck mal, da liege mir. Pulli angezogen. Das ist die leichte Hose. Oh, hat er mega viel Muni gekostet. Und eine Leber hat es auch noch gekostet. Leber hat er noch. 110. Schaffen wir das mit dem Gewehr? Schon natürlich Level 4. Das hat ihm ja fast gar kein Damage gemacht. Den Bogen haben wir im Inventar, oder? Überhaupt noch da? Scheiße, ich hätte erst den Bogen rausholen sollen, nicht Trottel. Das war jetzt wieder unclever. Ist recht, Kollege. Ich wäre auch sauer an deiner Stelle. Wo ist er? Danke. So viel Stress. Aber Level 4 war er immerhin. Uiuiui. Okay, und das hat sich richtig gelohnt. Betttechnisch. Ja, okay, wir haben keine Munition mehr. Also gar keine mehr. Ein Pfeil noch, oder? Nee, das war sogar der letzte Pfeil. Junge, Junge, Junge. Und hier hat er ordentlich dagegen gebollert. Aber wir haben Fleisch und Fett. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Bin ich ja mal jetzt gespannt. Wo kommst du darüber? Die Hose, was bringt die? Ins... Zwei Stoff bringe, zwei. Na, guck mal. Ist das auch die richtige, ja? Leichte Hose, ja. Stoff zerreichen gibt zwei. Vier Masse. Ja. Ihr wisst, wie ich jetzt gerade gezählt habe, oder? Es waren keine vier Masse, es war...
CO2-Masse dann. So, Brennstoff wird auch langsam wieder eng. Dann lasst uns mal das hier rausholen. Dann kommst du rein, du rein. Nachgezundert. Haben wir schon die dritte Axt. Okay, das hat man vielleicht nicht so stolz drauf sein. Das bedeutet nämlich nur, dass man viel sterbe. Vielleicht kein so gutes Zeichen eigentlich. 24, da kommt noch ordentlich was raus, hoffe ich. Warte, das wollte ich hier noch rüberlegen. Das können wir rausholen. Und dann hier rein. Mit dem können wir jetzt düngen, oder? Dann gönnt ihr hiervon noch was und da zwei Schluck. Und dann lass uns mal hier zwei frische Äxte. Wobei, wenn man mit der nur Holz holt, dann hält die ja echt ewig, oder? Die Axt. Was brauchen wir da? Holz und Nägel. Genau, hier ist nichts von beidem. Oh, Holz haben wir gar keins mehr. Holz haben wir gar keins mehr. Dann müssen wir jetzt Holz holen gehen, Leute. Holz ist mit unserer Munition verschwunden. Auch keine Kiste auf dem Dach oder so. Hätte das sein können. Din, 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 din. Ah ja, 12 Minuten unterwegs und schon die ganze Muni verballert. Komm, wir machen heute große Jagdrunde. Hat toll funktioniert, ey. Das Spiel ist einfach erbarmungslos, munitionstechnisch. Aber gut, ja, wir haben eine Perle gefunden. Ach, wir haben sogar zwei gefunden, gell? Wir haben sogar zwei und einer hat es abgezogen durch den Tod. Ja, das ist halt gemein. Leute, ich gehe zurück, ihr seht nichts mehr. Ich gehe zurück. Die Nacht legt sich über Subsistence. Ja, die drei Bäume nehmen wir noch mit. Ich schaue extra zu der Hütte, dass nämlich so ein bisschen Licht noch da ist. Das Ding ist halt, dass ich noch ein bisschen was sehe. Oder eigentlich sogar relativ gut sehe, aber YouTube macht es dann beim Hochladen so dunkel. Habt ihr dann keine Chance mehr, gell? Ich habe das selber schon beobachtet. Aber ist ja kein Problem, kann man sich drauf einstellen. Wir wollten eh reparieren. Falsche Richtung gedreht. Hier drin ist ja Licht. So. Auch nochmal einmal drauf kauen. Was fehlt hier? Rattles. Falsche Kiste. Falsche Kiste. Ach komm, ja. Dann machen wir das wenigstens mal raus hier. Das da und dann das da. Und das hier auch noch. So. Ach so. Trotzdem müssen wir Bretter mitnehmen. Klingt ja lustig. Das Holzwand repariert. Du, das stimmt aber fein nicht, gell? Das war keine Holzwand. Oder fällt mir gerade das ein? Wenn wir schon am reparaturtechnisch unterwegs sind, da fällt mir gerade was ein. Hier oben war es doch relativ dünn. Ja, seht ihr? Das hätte wohl nicht mehr viele Angriffe überlebt. So. So sind die so kaputt. Die Tür ist kaputt. Die Decke auch, hä? Oh,
das war's mit dem Holz. Wieso sind denn Decks so kaputt? Geht es automatisch vielleicht kaputt? Ab und zu? Weil ist ja in Wirklichkeit auch so, dass Häuser halt nicht ewig halte. Bitte? Hat da gerade jemand geschossen? Hoffentlich nicht, ey. Wir haben gar nichts zum Verteidigen. Aber dann hieß es ja auch, dass unsere Basis angegriffen wird, oder? Es klang aber tatsächlich so, als hätte jemand geschossen. Ja, und er rennt da weg. Der Sack. Da liegt hier ein totes Tier. Ne, hier ist nix. Also ohne Munition fühlt man sich irgendwie nackt. Irgendwie fühlt man sich nackt. So, okay, halt. Perle. Zwei Stück noch. Gehen wir noch kurz Wasser holen. Ja, und du bist das beste Hühnchen auf der Erde, gell? Naja, guck, was es wieder für uns hat. Pass auf, dann kriegst du das von uns. Du bist da auch wieder gut aufgestellt. Ja, ein bisschen Feines. Und schon Level 8, oh oh. Weiß nicht, wie man es dir sagen soll, Hühnchen, aber dein Leben ist bald vorbei. Ja, brauchst gar nicht zu schauen. Es tut uns auch leid, aber... Du kostest schon... Du kostest uns sonst zu viel. Mann, Mann, was ein Satz. Was ein Satz. So. Munitionas brauchen wir. Egal für was. Wie viel ist noch da? 7 und 15. Das heißt, wir könnten so eins und so eins. Zink, Kupfer, Metall, Kalium und Asche. Ach so, das war so schweineteuer, gell? Und der Strom ist auch bald alle. Jetzt wird's dann gleich wieder hell. Die Bandite sind weitergezogen. Sollen wir dann mal eine Loot-Tour hier hoch starten? Dann wird jetzt halt aus einer Jagdrunde eine Loot-Runde. Guck mal, da drüben sammelt sich der ganze Metallschrott. Der wird bestimmt angeschwemmt. Oh, ein Reh. Hallo Reh. Level 1. Schon abkauen. Ja, drei Schrott ist gut. Kisten brauchen wir.
Kisten, Kisten und ein paar Bäume können wir eigentlich noch mitnehmen. Wenn so Bandite irgendwo am Feuer sind, die hinterlassen nichts, oder? Gelöschtes Lagerfeuer oder sowas. Brauchen wir uns keine Hoffnung machen, schätze ich. Ich sehe hier mal nichts. Nee, nee. Wäre aber auch zu schön, um wahr zu sein. Am besten noch ein verbranntes Stück Fleisch drin. Gratismasse für alle, die es looten. Kupfer brauchen wir. Wenn es uns schon so ins Auge springt. TPD, ja, haben wir das heute auch mal ausprobiert. Mit dem daheim am Bett spawnen. So. Der Bär jagt das Reh. Und ein Wolf steht auch noch gleich neben dran. Geht dem Reh immer noch hinterher, gell? Schon wieder Kalium. Ich habe tatsächlich Probleme, Kalium und Eisen auseinanderzuhalten, muss ich gestehen. Es fällt mir relativ schwer, da einen Unterschied zu erkennen. Sind wir gestorben und das Spiel geht's mit Kiste, oder? Da ist mal eine. Vorhin so viele? Oh ne, war letzte Folge. Letzte Folge waren es viele, ja. Letzte Folge waren es die viele Munitionskiste. Direkt vor unserer Nase. So. Da ist wieder eine. Eine Kiste, aber erst nimmer. Das ist sogar eine Munitionskiste, oder? Ja, das ist eine Dietrich-Kiste. Oh yes. Zum Glück haben wir den dabei. Und es ist sogar ordentlich Loot und Munition. Boah! Sechs Sehne. Jawoll. Richtig gut. Ach, und guck mal hier. Können wir alles durchladen hier. Klack. Perfekt. Ah ja. Munitionsproblem gelöst, oder? Schaut mal die Kiste da rechts auf dem Berg oben. Die Kiste war in ihrem früheren Leben wohl Gipfelstürmer. Wolf, wie lange bist du jetzt schon da? Schon beobachtet. Ja, was? Aber wir sind ja mega weit weg, Kollege. Das war ein schlechter Scherz gewesen, jetzt dein Rumgeknurre. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wofür können wir die zwei Seile brauchen? Die sparen wir uns mal auf, ne, dass wir für die Taucherflasche Seile brauchen. Aber langsam, Digga, du weißt, hinter jedem Hügel könnte eine Gefahr sein.
Manchmal sieht es hier aus, als wäre da so ein vorgezeichneter Weg. Hier sowas. Weißt du, was ich meine? Als würde es. Wäre das so eine Art Trampelpfad im Wald? Was sind Heidelbärschen? So. Okay, gehen wir langsam wieder zurück, oder? Langsam, aber sicher. Er könnte. Da vorne ist ein Jäger oder ein Bandit und hier sind zwei Bären. Ja, super geil. Dann gehen wir halt hier wieder lang. Wo war der aggressive Wolf? Der uns gleich an Kehle springen will, wenn er uns nur erahnt. Der war da hinten, gell? Da unten ist die Jägerbase. Sollte man aufpassen, dass man die nicht pulle. Auf den müssen wir auch aufpassen, dass man den nicht pulle. Da ist noch eine. Da ist noch eine Dietrich-Kiste. Junge, Junge. Ja, wir haben keinen mehr. Leider Gottes. Oder ist es verpackt gewesen? Ja. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, oder? Der Dietrich noch da gewesen wäre. Ja, aber dann haben wir wenigstens eine Mission. Wir müssen noch einen machen. Angler ist keiner unterwegs. Ich habe das überlegt, weil irgendwie die Jägerbase so leer vorkam. Ich gedacht, jetzt müssen wir hier aufpassen, wenn wir runterkommen. Nicht, dass der da steht und auf uns wartet. Seinem Angelhage. Das Eisen noch geschnappt. Jawohl, ist sogar Eisen, perfekt. Und diese Bahnschiene hier. Alte Eisenbahnschiene. So. Aber keine Kiste mehr in der Umgebung. Gar nichts in der Umgebung gerade. Na gut. Seht ihr, das habe ich gemeint. Wenn man vom Teufel spricht. Sollen wir in den Kopf schießen? Unsere Munition gleich wieder weg. Was will ich eigentlich hier am Feuer? Ich wollte gucken wegen Dietrich. Zwei Brattles. Wow. Zwei Bretter. Aber guck mal, das hält's. Es geht zwar eins runter, aber dann immer gleich wieder eins hoch. Ach, das ist schon wieder irgendwie. Ach so, ja, ich verstehe. Ich hab's kapiert. Also wir brauchen zwei Bretter und noch 10 Eisenfragmente. Perfekt. Dann haben wir das, dann haben wir das und
War jetzt das wieder für eine Aktion von mir? Das und das und das. So. Und das. Perfekt. Wow, noch fünf Röhrchen. Ist ja schon fertig mit Angeln. Ja, scheint so. Scheint so. Proteinriegel können wir uns eigentlich mal wieder auf Lager legen. Gott sei Dank. Ja, Heilkräutersamen, richtig, jawohl. Ja, so langsam habe ich das im Blick. Was ist? Dann haben wir das Tonikum. Ist, oh, nicht so wertvoll, das Zeug. Ansonsten ein bisschen Holz. Bisschen Fasern. Brutal. Wenn man so viele Fasern habe. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Seile. Ein Stück. Unglaublich, ey. Dann haben wir das, das, das und das. Da. Gut. Dietrich. Zwei Brattles. Falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ist halt ein bisschen komisch, gell? Dass man für den Dietrich Bretter braucht. Mein Wasser an dem ist aus Holz. Aber ja. Jedes Spiel hat seine Macke. Es ist im Early Access, ja. Und trotzdem schon so ein richtig geiles Spiel. Wo man sich ewig drin verlieren kann. Dann ist das ziemlich jammern auf hohem Niveau. Will ich behaupten. So. Kartoffeln, Molotow-Cocktails wäre genug am Start, gell? Passt auf, ich möchte aber gerne den anschmeißen, dass mir jetzt nicht auf Null runterfalle. Jo. Danke. Und ja, ich weiß, jetzt ist natürlich hier wieder blöd. Wegen Masse und so. Stimmt, habt ihr recht, dauert wieder länger. Aber ihr habt es gesehen, wie wertvoll so Dietrich ist. Deswegen, im Notfall hauen wir halt wieder Metallschrott raus. Oder ein paar Federn. Da müssen wir mal schauen. Okay. Vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge ja schon, die Taucherbank zu bauen. Es wird dann wahrscheinlich eher noch nicht für einen Tauchausflug reichen. Weil wir ja noch die Maske und so bauen müssen. Da habe ich mich ein bisschen informiert. Ich weiß nur nicht, was es kostet. Ich weiß nur, dass ich mir eine Maske brauche. Und Taucherflasche. Ja. Aber es geht dagegen, wie man bei uns so gern sagt. Also dauert nicht mehr lang, dann werden wir das schon haben. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.